Hi, ich bin wieder voll verpennt. Ich habe zwar nicht gut geschlafen, aber ich bin total müde und drümmelig. Ja, es ist jetzt wieder mal so um die 9 Uhr, glaube ich. Und die Sonne kommt raus, aber es ist total diesig. Also man kann überhaupt nicht weit gucken. Und es ist mir so, als ob hier irgendwie, ja, was weiß ich, irgendwie ein Feuer ist oder was weiß ich. Es ist total nebelig, irgendwie komisch. So, ich werde jetzt erstmal die Vorderachse machen, weil die kann ich ja so hochheben, ohne dass ich ja Werkzeug brauche. Also mit dem, was ich habe hier. Und Fett abschmieren und Bremsen einstellen. Und als nächstes dann hinten die Nuss suchen, die 22er, die mir irgendwie fehlt. Ich bin gerade mit dem Kopf hier unter und versuche die Bremse einzustellen. Auf einmal springt mir irgendwas hier hinten auf den Nacken. Ich so, ah, was ist das denn? Ich dachte schon wieder, das wäre irgendeine Kakerlake oder eine Spinne oder irgendwas. Aber nein, es war eine kleine Eidechse, die sitzt da drüben noch hier. Da ist sie. Gut, gegen Eidechsen habe ich ja nichts, aber wenn man erstmal nicht weiß, was da einer anspringt, das ist erstmal sehr seltsam. Mal eben eine kurze Frage: Habe ich eigentlich gerade geduscht? Mir kommt es gerade wieder so vor, weil ich bin schon wieder überall irgendwie so nass. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ja, so. Vorderachse habe ich jetzt fertig. Allerdings geht meine Fettspritze nicht mehr gut. Wahrscheinlich, weil ich die Kartusche damals falsch eingesetzt habe. Kommt jetzt kein Druck mehr richtig. Scheiße, ey. Jetzt muss ich da eine neue Kartusche irgendwie besorgen. Also jetzt bin ich gerade bei den. Habe auch die 22er Nuss gefunden im Kasten hinten. Jetzt sind natürlich die Muttern alle festgerostet. Das ist natürlich auch fein. Jetzt muss ich extra hier die lange Stange rausholen, damit ich einen Verlängerungshebel habe. Tja, mal kurz den Rostlöser noch finden, damit ich den auch mal eben kurz einsprühen kann auf beiden Seiten. Und dann hoffen wir mal, dass das abgeht. Boah, schwitzig, Alter. Oh Mann. So, ich habe die Radmuttern jetzt losgekriegt mit der Verlängerung. Jetzt bin ich gerade dabei, den Wagen aufzubocken. Das heißt, er wird wieder ziemlich schräg stehen, weil ich das gesamte Chassis anhebe, sozusagen, dass die Räder erstmal sich entspannen und dann die Räder danach erst anheben, weil die Feder ja sozusagen so einen langen Weg hat. Aber einen anderen, besseren Weg habe ich leider nicht, hier das hinten aufzubocken. Und dann muss ich die Räder abnehmen und dann noch die Bremstrommel abnehmen. Mal gucken, wie gut das geht, weil das ist auch immer meistens sehr fest und so weiter. Puh, mir ist jetzt schon so heiß. Wenn die Sonne kommt jetzt durch. Puh, es tropft überall. Ja, schaut mal an, wie Scooby hier steht. Ein Bein hoch zum an die Laterne pinkeln, was? Scooby, hä? Ja. So, jetzt muss ich noch da ist eine Sicherungsschraube drin. Ich hoffe, dass es mir rausgeht. Und dann muss ich mit dem Hammer irgendwie die Bremstrommel runterklöppeln. Boah, Mann. Anstrengend. Oh, schaut mal, ich habe es geschafft. Meine Güte, das hat wieder gedauert. Mit dicken Hammer und einem Holzstück hier habe ich dann mal versucht, von hinten die Trommel zu lösen. Man hat da nicht viel Kraft, wo man nicht viel ausholen kann. Aber es hat sich zum Glück doch jetzt gelöst. Oh Mann, aber die Belege, ja, weiß ich auch nicht. Also da ist noch 4 mm mindestens, glaube ich. 4 bis 5 kann man nicht genau sagen jetzt. Also es sieht ja noch nach Belag aus. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die sonst sich runterfahren. Also wann sind die denn alle jetzt? Ich meine, erst wenn die auf Metall sind oder ich weiß ja nicht, wie weit das runter normal geht. Denn ich hätte ja dieses Rad hier unten. Mann. Das ist das Einstellrad, was man von der anderen Seite bedient. Und da stellt man die ja mit auseinander, damit das sozusagen wieder mehr anliegt an der Trommel. Ich weiß aber nicht, warum das jetzt nicht weiter ging. Keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Ich muss erstmal versuchen, das Ding mal zu drehen, um mal zu gucken, ob sich das noch auseinander stellt. Und wenn nicht, dann ja, passiert jetzt auch noch nicht. Ich habe ja neue Belege dabei, aber. Die sind aufwendig zu tauschen, ne? Also das ist natürlich auch Fummelarbeit und dann fliegen die blöden Federn immer und dann kriegt man diese Dinger wieder so schlecht raufgedrückt da und oh. Auch viel Arbeit und Dreck. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Bis mal das Ding hier ausgebaut, das war relativ einfach, ich brauchte das nur wegbiegen und dann konnte ich das rausnehmen. Und dann war das relativ fest hier, das Ding, ich konnte das gar nicht bewegen, das Rad.
Und dann habe ich jetzt festgestellt, dass ich das eigentlich in die falsche Richtung gedreht hatte. Von der anderen Seite, ich habe es immer so runtergedreht, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist. Das bedeutet aber, es müsste eigentlich rausgedreht werden. Also wenn man das in die Richtung dreht, dann gehen natürlich die weit auseinander unten und die Bremse wird fester. Also habe ich das eigentlich immer in die falsche Richtung gedreht, wo ich dachte, das wird fester, wurde aber eigentlich immer loser, sage ich mal so, die Bremsbeläge. Das ist natürlich super, wenn ich das in die falsche Richtung drehe. Ah, das ist immer das Problem. Von der anderen Seite siehst du es nicht. Und ja. Ach, ist das blöd. Na gut, jetzt muss ich jetzt rausfinden, warum in diesem Zustand jetzt eigentlich, wo es komplett drin ist, die Handbremse nicht so gut gezogen hat. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt noch wieder rausgestellt werden muss. Muss ich gleich mal testen, jetzt, wenn das Rad dann frei läuft. Im Moment war noch der Gang drin. Schaut mal hier in dem inneren Rad, was innen war. Wie viel Sand da noch aus Posimtier hängt hier. Der ganze Schlamm, der sich da festgefressen hatte an den Rädern, der komplett hier überall hängt das Ding noch drin. Ja, und auch die Radkästen hier überall noch dick. Zum Glück musste ich das nicht reinigen für Malaysia hier, ey, weil wenn du zum Beispiel so ein Auto nach Australien schickst, muss das absolut tipptopp sauber sein. Darf keine Erde, kein Staub und so weiter dran sein. Das wäre ja hier fast unmöglich gewesen, das sauber zu kriegen. Ey, da musst du ja, bist ja Stunden dabei mit dem Hochdruckreiniger und so weiter, um das überhaupt sauber zu kriegen. Gerade wenn der Schlamm so an versteckten Ecken hängt, überall. Ach, naja. Aber zum Glück ging es ja so. Boah, jetzt habe ich es ein bisschen nachgestellt. Jetzt ist es so, dass es an einer Stelle schleift. Also wenn ich das normal frei drehe, es ist so, dass es sonst frei dreht und an einer Stelle immer ein bisschen schleift sozusagen. Also ich teste das gleich mal, ich stelle das drüben auch nochmal ein und dann teste ich mal die Handbremse und schau mal, ob das denn besser ist. Ja, komisch, was ist mit Scooby denn los? Scooby hebt gerade auf der anderen Seite das Beinchen, aber pinkelt aber hier. Ja, was ist da denn los? Scooby, du pinkelst auf der falschen Seite. Ja, ich habe eben zuerst gedacht, Scheiße, was ist das denn? Ist der Abwassertank, läuft da aus oder irgendwas? Nee, aber es kommt ja von oben, vom Dach. Also da scheint noch so viel Wasser an den Dach hinten irgendwie gewesen zu sein hier. Oder da irgendwo unter. Kommt irgendwie von da rausgelaufen. Zwischen den Boxen irgendwo. Ja, ich hoffe mal. Ja, keine Ahnung, wer weiß. Auf jeden Fall tropft's. Sowas. Genau, ich wollte mich gerade mal eben die andere Seite hochheben hier. Und nochmal einmal da die Bremse justieren. Damit die ungefähr genauso zieht wie auf der anderen Seite. Oh Leute, ich bin gerade echt verzweifelt. Ich habe das jetzt nochmal versucht und also ich krieg's nicht eingestellt. Es ist einfach immer zu locker. Ich ziehe die Handbremse komplett an und das Rad dreht sich immer noch. Also es fängt gerade dann erst an zu schleifen. Also das heißt, es ist immer noch viel zu locker. Und ich habe schon das Ding auf Maximum jetzt gestellt, hinten an den Hinterradbremsen. Keine Ahnung. Also hier ist nochmal ein neuer Belag. Und der ist nicht viel dicker. Also der ist vielleicht 1,5 mm. Also ich denke mal, dass die alten noch so sind und also das ist wirklich nicht viel, was da mehr ist. Natürlich ist es im Durchmesser schon, merkt sich das, macht sich das bemerkbar, aber die können ja nicht nach 1,5 mm schon leer sein, also runter sein, die Belege. Das verstehe ich irgendwie nicht, warum sich das nicht richtig justieren lässt jetzt. Und der Handbremshebel, den habe ich jetzt so eingestellt, dass der mehr zieht, also eher zieht. Was ich ja auch schon bemerkbar gemacht hatte, dass der etwas besser zog jetzt. Aber leider hinten mit diesem Einstellrad, das bringt gar nichts. Also das ist jetzt schon voll auf eigentlich Maximum, dass er in die Bremstrommel reindrückt. Tut es aber nicht. Ja, was ist das? Was kann man da tun? Außer jetzt die Bremsbeläge wechseln. Ach Mann, und das ist viel Arbeit. Das war jetzt schon scheiß Arbeit hier, ey. Draußen alles zu machen jetzt. Und ich habe nur eine Seite abgehabt. Und die andere Seite ist ja immer noch dran hier. Also da habe ich ja nur versucht einzustellen gerade. Ich habe erstmal den Dreck alles aus den Kotflügeln rausgeklöppelt da. Ah, Mann, ey, ist das schwierig. Meine Sachen sind wieder alles komplett dreckig. Ja, habe aber auch extra hier die Arbeitsklamotten angezogen. Puh, was tun, was tun, was tun, ey. Tja, so habe ich weiterhin keine Handbremse. Oder so gut wie nicht. Am einfachsten wäre das, wenn das Ding zum Einstellen des Handbremshebels
noch mehr Gewinde hätte. Aber das ist schon am Maximum jetzt. Also sozusagen, wenn ich da jetzt noch weiter rausziehen könnte, damit der Hebel mehr bewirkt hinten an dem Seil, dass er mehr zieht, dann werde das funktionieren. Aber das ist schon am Ende des Gewindes. Also ich kann das nicht weiter einstellen. Also das ist total bescheuert. Obwohl da noch Platz genug wäre. Also da ist noch 4-5 cm Stange ist da noch, aber es ist kein Gewinde mehr drauf. Ja. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Oh Mann, so, ich bin jetzt gerade dabei, noch wieder aufzuräumen. Und jetzt stelle ich gerade wieder fest, dass schon wieder mein plastikgedruckter Henkel schon wieder weg ist. Mein 3D gedrucktes Teil. Wie kann das schon wieder angehen? Der Beutel ist da, der Griff nicht. Ich habe ja zwei Stück, der eine ist noch da. Aber den ich gestern benutzt hatte oder so, zum Einladen hier überall, ich hätte ihn auch beim Einkaufen, hatte ich ihn noch, meine ich. Finde ich jetzt schon wieder nicht mehr. Oh ey. Irgendwas ist ständig weg, ne? Genau wie die Klammern, die ich noch nicht gefunden habe. Ja, jetzt bin ich so weit, dass ich erstmal einkaufen fahren muss, weil ich habe nichts mehr zu trinken. Ja, die Sonne scheint, es ist heiß. Ja, los geht's. Da drüben ist der 99 Speed Mart und schau mal an, was hier für ein schöner Käfer steht. Ja, sieht auch gut aus, ne? So, ich habe jetzt eben einkaufen, aber es gab wieder keine großen Wasserflaschen mehr. Es gab nur noch die kleinen halb Liter, ey. Oh. Jetzt müssen wir noch einen anderen Supermarkt mal versuchen. Hier vielleicht wäre noch einer. Das ist natürlich super blöd, weil ich das einzige ist, jetzt brauche dringend ganz viel Wasser. Ich habe noch eines andere gekauft. Wieder das übliche Marmelade, Toast und Butter und so weiter. Und Milch. Australische Milch. Für 7 Ringgits ungefähr. Also 1,40 Euro der Liter. Ach Leute, ich bin wieder glücklich und zufrieden. Jawohl, ich habe einen 12er-Pack Wasser bekommen. Für 11 Ringgits, jawohl. Und sogar noch Wäscheklammern für 4 Ringgits. Ein paar billige, also einfache Dinger. Aber reicht ja erstmal zum Festklemmen vom Netz hin. So, und jetzt habe ich einen neuen Platz. Ich stehe jetzt hier am Ende von dem Parkplatz. In der Mitte diesmal. Hier habe ich sogar Schatten von einem Baum tagsüber. Morgens auch ein bisschen von den Bäumen. Denn man nimmt ja immer an, wenn da die Sonne aufgeht, dass die dann so rumläuft, ja, und da wieder untergeht. Aber hier ist das so steil, die Sonne, die geht da auf und läuft da oben. Also die läuft fast senkrecht hier. Wir sind ja auch fast am Äquator. Ungefähr 200 Kilometer, dann ist der Äquator. Also deswegen ist sie auch fast senkrecht hier. Ja, jetzt habe ich, auf jeden Fall da hinten habe ich vorher gestanden, da drüben. Genau, ich denke mal, dass es hier ein bisschen ruhiger ist, weil ich habe beobachtet, sozusagen immer die ganzen Leute, die immer rumgeheizt sind mit ihren scheiß Motorrädern, die sind entweder da ganz außen lang oder Autos und wie auch immer sind dann immer hier wieder und dann haben sie da gewendet und sind zurückgefahren. Also deswegen ist das hier hoffentlich mal der wenigstens befahrene Platz hier. Das werden wir heute Abend dann sehen, aber erstmal bin ich froh, ich habe alles eingekauft, ich habe alles da, ich kann wieder weiterhin relaxen. Schön. Und die Straße war eben auch super. Total schön, Palmen und grüne Bananenpflanzen und super schön hier. Ja, das gefällt mir richtig gut und es ist sehr entspannt hier. Ich wollte das ja Ganze auch jetzt ein bisschen entspannter angehen lassen. Einfach jetzt relaxed. Ich habe jetzt lange genug Zeit, um hier in Malaysia noch zu bleiben. Ich kann mehrere Stops machen, ich muss nicht mehr so viel fahren. Auch in Thailand habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich wollte wahrscheinlich 2 Monate in Thailand bleiben, sozusagen mein erstes Touristenvisum, was man 30 Tage haben dann kann, kostenlos. Das wollte ich dann verlängern. Da muss ich zwar irgendwie 60 Dollar Gebühr bezahlen, aber dann kann ich nochmal 30 Tage bleiben. Und das mache ich ungefähr auf der Mitte des Weges, kurz vor Bangkok. Das heißt, ich habe dann noch genügend Zeit, danach 30 Tage von da aus wieder weiterzufahren bis zur kambodischen Grenze. Kambodischen, ja, ich meine immer Kambodia von Englischen im Kopf. Kambodschanischen auf Deutsch heißt das ja. Bis zu der Grenze. Ja, und mal gucken, ich muss mir erstmal heute Abend nochmal einen weiteren Stellplatz raussuchen. Ich habe mir ja erstmal für morgen ausgeschaut. Ich wollte morgen zum Waschsalon fahren und zu dem einen riesen Supermarkt. Und vielleicht finde ich ja auch noch einen Baumarkt, weil ich ja noch irgendwie hier das Fett neu brauche. Ja, mal sehen, was sich dann so auftut. Und dann wollte ich halt danach hinter der Stadt
nochmal wieder am Strand irgendwo oder sonst wo einen guten Stellplatz finden. Da sind nämlich im Moment keine mehr mit drin. In Eioverländer ist da nichts in der Nähe mehr drin. Da war nur das hier der einzige Platz. Und jetzt muss ich selber was suchen hier, ne? Auch eben so schwachsinnig. Ich wollte extra eine große Flasche Wasser kaufen, also diese 5 Liter Behälter. Gab es aber nur in 4,7 Liter Behältern. Und wenn ich jetzt diesen Preis runterrechne von den 1,5 Liter Flaschen auf die große, dann müsste das um die 3 Ringgits maximal kosten. Und ja, es war jetzt aber so, dass der 4,7 Liter Behälter sollte schon 6 Ringgits kosten, Mann. Also das ist ja wohl unverschämt. Also normalerweise ist doch mehr Wasser eigentlich günstiger in einem großen Behälter als jetzt hier 12 mal 1,5 Liter. Das hat natürlich wieder mehr Plastikscheiß. Das ist natürlich immer das Problem, was ich eigentlich auch nicht machen wollte, aber ja, find's das halt nicht. Sonst immer überall. Und jetzt war ich natürlich froh, dass ich überhaupt noch Wasser gekriegt habe, weil in dem anderen Laden das ja ausverkauft war. Ja, das ist natürlich immer echt schlecht, wenn man dann überhaupt kein Wasser mehr hat. Aber jetzt geht's wieder ganz in Ruhe. Mann, sehr gut. Also in der Zeit, wo ich repariert hatte und gestern Abend und so weiter, da habe ich schon 4 Leute gehabt, die vorbeigekommen sind und haben mir gesagt, oh wow, was für ein toller Wagen und so, und haben einen Daumen nach oben gegeben. Und ja, da haben sie noch ein bisschen gefragt, wo ich herkomme und wo ich hinfahre und das Übliche. Aber also waren alle ziemlich begeistert, auch eben beim Supermarkt noch wieder einer. Und ja, also kommt immer gut an hier. Deswegen fahren auch immer so, schleichen immer so viele rum und halten dann kurz an und machen wahrscheinlich Fotos und so. Und ja, ist ja auch was Besonderes hier, so ein Scooby, ne? Oh yeah. Ja, besonders, weil hier in Malaysia kennen sie wieder Scooby-Doo. Also in Indien kannte das ja so gut wie gar keiner. Überhaupt nicht die Serie und gar nicht den Film. Aber hier ist Scooby-Doo wieder bekannt. Selbst ein älterer Herr hat gesagt, er kennt den Cartoon, also den Zeichentrick. Das hat mich eigentlich gewundert, weil normalerweise kennen eigentlich nur die Kinder diesen Zeichentrick und die Älteren kennen eher die Filme, aber okay, na gut. Ja, das sind die Klammern, die ich gekriegt habe. Ich habe mir extra diese Farben ausgesucht, weil die so richtig männlich sind. Na, da gab es keine anderen Farben. Oh Mann. Naja, aber das sind so billig Klammern. Also ich glaube nicht, dass sie viel halten und lange halten, aber gut. Immerhin. Ein bisschen das Mückennetz werden sie wohl halten, ne? Knick, 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 knick. Ja. Okay. Ja, aber Nasenschutz. Eben rennt hier so ein kleiner Junge lang, hat mich irgendwas gefragt, der läuft da hinten noch. Und da hat er so eine kleine Plastiktüte in der Hand, aber ich konnte ihn nicht verstehen, weil er kein Englisch war. Und da hat er aber auch noch hier seine Maske auf, ich verstehe es immer nicht. Er war alleine hier und rennt hier alleine draußen an der frischen Luft mit der Maske rum, Alter. Wie? Ja, ich verstehe es immer nicht. Naja, gut. Ist halt so hier weit verbreitet anscheinend immer noch die Angst. Leider, leider. Nicht gut. Auch wenn ich gerade keine Lust dazu habe, aber ich habe mich nochmal entschlossen, ich ziehe nochmal meine Arbeitsklamotten an, krabbel nochmal unter Scooby, weil ich habe eben gemerkt, beim Handbremse ziehen, dass es doch ein bisschen zu schnell zieht. Also es fühlt sich zwar erstmal gut an, dass es ja, dass er mit wenigen Rastern schon zieht, aber irgendwie auch nicht ganz gut. Also ich meine, ich werde das jetzt mal wieder zurückstellen, unten an der Hauptverstellmöglichkeit, und dann vielleicht ist es doch noch besser, wenn ich das wieder so einstelle, wie es war, dann, dass ich doch mehr Kraft oder dann doch noch mehr Bremskraft habe. Ich weiß es nicht. Ich teste es einfach mal aus. Dafür muss ich natürlich wieder unter das Auto krabbeln. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Das Bastelfred hat nicht aufgegeben. Ich habe mich ja wieder unter das Auto gelegt und habe das rückgängig gemacht. Und zwar diese Verstellung vorne für den Handbremshebel. Habe ich doch wieder die 2 cm zurückgedreht, so wie es eigentlich ursprünglich auch war. Und das Problem ist gelöst anscheinend, weil jetzt, ich muss zwar den Hebel sehr weit nach oben ziehen, trotzdem wirkt die Bremse jetzt gut. Also sozusagen, ich kann den Wagen jetzt eigentlich nicht mehr per Hand schieben, so wie es ja auch sein soll. Oh, das ist natürlich super. Ja, habe ich mir den Fehler irgendwie selber eingebaut mit diesen Verstellen da unten. Aber ich dachte, dass das der Nachstellhebel für diesen, dass man halt eher zieht. Sozusagen. Also wenn er nach 2 Rasten, 3 Rasten, dass er dann schon zieht. So hatte ich gedacht, das wäre das die Verstellung, aber mir kommt das irgendwie nicht hin. Egal, jetzt habe ich wieder zurückgebastelt. Es funktioniert, am Bremse geht und bin zufrieden. Mann, jetzt kann ich endlich wieder meine dreckigen Klamotten ausziehen. Ich freue mich schon auf die Dusche und ich gehe gleich nochmal zum Wasser gucken. Da ist ja wieder Hochwasser gerade, aber leider ist da kein schöner Strand. Sonst würde ich auch mal hier ans Wasser reingehen, aber da ist überall Steine und so und Schlick. Wie ich ja schon gesehen habe, bei Elbe. Aber ansonsten ist es sehr schön. Im Moment ist es so ruhig hier, es fahren wenige Autos hier rum. Ja, Wind weht, das ist auch super. Das ist richtig angenehm. Die Luft ist nicht zu warm gerade. Obwohl ich sowieso immer schwitze, aber mit Wind ist es immer auszuhalten. Ja, bin zufrieden gerade. Gut.
Oh, ich habe mich geirrt. Es gibt sogar Sandstrand. Ganze 6 Meter. Hier sind ein paar Angler hier. Naja. Trotzdem sehr schlammig das Wasser, dadurch sehr schmuddelig. Ja, aber schön windig. Angenehm. Da ist wieder die Katze mit dem komischen Puschelschwanz. Hallo! Na, was ist hier los? Mit mir aus dir hier rum. Genau. Oh ja, mal hinschmeißen hier. Muss gekrault werden. Ja, hier, du hast irgendwie einen gebrochenen Schwanz oder was? Der sieht so komisch aus hinten. Ja, immer schön schubbern hier. Ja. So, Freunde der Zeichen-Zombie-Unterhaltung. Ja, ich gehe jetzt mal zu der Toilette hin. Ich habe ja eben schon mal geschaut, die eine war immer abgeschlossen hier vorne. Allerdings ein Häuschen weiter weg. Da ist eine Dame, die sitzt davor. Das heißt, da ist geöffnet und da muss man wahrscheinlich bezahlen. Da gehe ich jetzt erstmal hin und das liegt sowieso auf dem Weg zu den Restaurants. Ich wollte mal schauen, da hinten habe ich ein Restaurant an der Straße gesehen. Da werde ich jetzt mal nochmal versuchen, mein Nasi-Fabrik-Ayam zu bekommen, was mir so gut schmeckt. Ob es das hier auch gibt. Ich hoffe, sie haben nicht nur Seafood hier, weil die meisten Restaurants bieten alle immer Seafood an, aber ich denke mal, diese normalen Reisgerichte werden wohl auch da sein. Ja, es ist immer noch windig, aber es bezieht sich ganz schön und es sieht nach Regen aus. Von daher wollte ich jetzt mal gehen und dann, ja, genau, später kann ich immer noch drin hocken. Auf der anderen Seite gibt es immer ganz viele Stände, die immer noch gar nicht aufgebaut sind. Ich vermute mal, dass die alle fürs Wochenende dann hier alle herkommen und dann das aufbauen, wenn hier viel Party oder was weiß ich hier abgeht. Keine Ahnung, was hier am Wochenende los ist. Ja, im Moment noch alles meistens geschlossen. Ich kann auch irgendwie nicht ganz erkennen, was die eigentlich verkaufen. Ich meine, gut, das ist meistens abgedeckt, aber... Donut. Okay. Also hier ist das erste Häuschen, das ja abgeschlossen war, das Toilettenhäuschen. Die ganzen Restaurants oder was auch immer da drin ist, ist auch nicht geöffnet. Und hier drüben ist nochmal eins, wo die Dame sitzt. Und dann das Restaurant ist da hinten weiter links rum, die Straße wieder. So, ich bin jetzt gerade auf der Toilette, wo man bezahlen muss. Da muss man sogar 50 Cent bezahlen, also einen halben Ringgit. Und die Toilette sieht etwas so aus. Die Spülung funktioniert nicht, es gibt kein Klopapier. Man muss hier mit dem Wasserbehälter sozusagen spülen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur eben meine Pullerflasche ausleeren hier, habe ich mal eben gemacht. Also nicht sehr toll hier. Dann gibt es noch ein paar Waschbecken und Klos und so. Da ist aber irgendwas gesperrt. Und hier, es gibt aber Duschen. Jedenfalls eine freie Dusche. Aber keine Ahnung, ob da überhaupt Wasser kommt jetzt. Dann können wir mal ausprobieren, ne? Und die sieht aber schon... Was ist das? Oh Gott. Was ist das für ein Wasserhahn? Oh ja, da kommt richtig viel Druck. Geil ist das denn? Naja, also auf jeden Fall, man könnte duschen. Ich glaube, das Wasser ist aber insgesamt geklort hier. Ja, Seife. Gut, haben wir immerhin da drin. Ja, und hier wächst Grünzeug. Hehe. Ja gut. Bevor man reingeht, muss man Schlappen anziehen. Da draußen stehen etliche Schlappen zur Auswahl. Das ist natürlich auch ganz toll. Die werden dann nämlich von irgendwelchen anderen Leuten benutzt mit irgendwelchen Fußpilz. Und man muss dann seine Schlappen nach vorne lassen, wenn man diese anzieht. Finde ich gerade toll. Da sind nochmal die anderen Strandgeschäfte und da ist auch ein Restaurant, sind mehrere da hinten, zwei oder so. Da hinten ist sogar hier I Love Pantai Rimis. Komischerweise ist der Strand auch ausgeschildert als Pantai Rimis. Allerdings, wenn man das auf Google sucht, dann ist man etwas weiter nördlich, etwa 100 Kilometer weiter. Da ist auch ein Pantai Rimis und der hat einen richtig schönen Strand und der ist gut bewertet. Aber das hier ist, heißt eigentlich anders, also der Ort heißt anders hier. Komisch irgendwie, dass das auch so bezeichnet wird. Ja, Kind auf dem Moped wieder hier,
Vollgas. Also in der Stadt sind die alle mit Helm rumgefahren auf ihren Rollern und mit Mopeds und so. Aber hier ist wieder nichts. Auf dem Land ist das wohl egal. So, da vorne rechts ist die Bude, wo ich hin wollte. Ich hoffe, die haben ja schon geöffnet. Ist gerade kurz nach 17 Uhr. Ja, mal sehen, ob ich da was finde. So, die nette Dame von dem Nachbarrestaurant hat eben gesagt, sie hat hier selber bei sich kein Nasi Paprik Ayam. Dann ist sie mit rübergekommen, sie konnte ein bisschen Englisch und hat mit den anderen hier geschnackt. Und dann haben wir das eben aufgegeben und auch einen Eistee. Und auch die Eiswürfel sollen von außerhalb sein, also hoffe ich mal, dass das auch klappt. Und irgendwie war das hier gerade am Räuchern, das sieht so blau aus, gerade die Luft. Wahrscheinlich kam aus der Küche gerade so ein Duft. Ja, so sieht es hier normalerweise so ein kleines Restaurant aus. Ach, da oben sind Preise dran. Die meinten, das würde jetzt 9 Ringgits kosten, das Essen. Und dann noch der Eistee dazu, keine Ahnung, was der ist. Ja, mal sehen. Ich hoffe mal, es ist genauso lecker wie bei dem anderen, aber mal sehen. Ich glaube, Hassan kann jetzt mal keiner toppen. Ah ja, hier steht ja nochmal der Tee. TO habe ich bestellt. 2,60 oder irgendwas. Oder 1,50. Ja, ne, genau, das ist einmal warm und kalt wieder mal. Wahrscheinlich 1,50. Ich weiß nicht, was dahinter noch wieder wert ist. Okay, dann haben wir hier die anderen Sachen. Ja, das sagt mir ja alles gar nichts. Es gibt sogar irgendwas Western hier. Aber mit Pommes. Gegrilltes Hühnchen. Fish and Chips. Auch 10 Ringgits. Ja, wäre auch nicht mal verkehrt. Habe ich auch mal Bock drauf. Naja. Wird gut. Hier ist alles wieder Menüs und Fisch, ganz viel dabei. Ja. Das Fernsehbild ist irgendwie zensiert. Da ist irgendwie so ein schwarzer Balken im Bild. Ich glaube, der ist, wo er mir kaputt war. Da haben sie was rübergeklebt. So, das sieht ja schon fertig aus da. Das ist noch eine Reiskugel. Das war wieder mal ein sehr kleiner Reis. So sieht's aus. Das ist ja wirklich mein Essen schon. Ja. Okay, gut. Reis könnte ein bisschen mehr sein, aber naja. Leider hat er mir jetzt einen Tee mit Milch gebracht. Ja, habe ich vielleicht irgendwie falsch gesagt. Ich weiß nicht, er hat eigentlich nur gesagt einen Tee, aber vielleicht machen die automatisch immer Milch mit rein. So, und so sieht mein Essen jetzt aus mit einer ganzen Paprika drin. Auch wieder sehr gut. Insgesamt war es jetzt bisher noch nicht so scharf wie das andere. Und ja, sonst geschmacklich erstmal okay. An der Theke werden wieder Getränke im Beutel geliefert. Die da hinten haben auch welche im Beutel. So, das Essen ist okay, nicht so scharf und ich habe wieder diese, wie heißt das, Limettengrasblätter oder irgendwas? Von dieser komischen Limette hier, also das ist hier, und das nicht, sondern die dunklen. Die sondern so ein Öl ab, irgendwie so, und das schmeckt sehr komisch, also sehr seifig, leider. Also es ist ab und zu mal ein Geschmack beim Essen, naja, gut. Ich weiß ja, was das jetzt ist. Kann dann den nächsten Flair auch abbestellen. Mal sehen. Insgesamt hat mir optisch das erste hier besser gefallen. Aber sie hatten ja das Essen jetzt nicht da. Gut, vielleicht hätte ich auch was anderes nehmen können, aber also das sieht viel schöner aus hier mit dem Garten drumherum und so und Sitzplätzen hier. Und vermutlich wäre das Essen auch besser gewesen. Naja, ich meine, es war jetzt okay. Ich habe jetzt 12 Ringgits bezahlt insgesamt, also das heißt 3 wohl für den komischen Tee da. Aber der war ja leider mit Milch, wollte ich ja eigentlich nicht. Ja, ist jetzt nicht so günstig, egal. Naja, erstmal ein bisschen satt geworden, dann kann ich gleich noch ein bisschen schlickern mit Scooby hier. Was hat denn, da hängt das Kind aus dem Fenster da, am Autofenster. Ich finde das erstaunlich, wie voll das hier ist. Ich bin jetzt wieder vorne bei den kleinen Geschäften hier am Strand. So viele Autos stehen hier und sitzen hier schon für so viele Leute rum. Aber es ist noch gar nicht Sonnenuntergang. Corn Dog Cheese Mozzarella und Unicornfarbe. Okay. Ja, wenn das mal schmeckt. Noch ein Restaurant da hinten. So sieht's aus hier, alles steinig. Na toll. Selbst im Wasser noch. Ja, nicht so schön. Ja, hier aufgemotzter Pickup da drüben.
Ja, also das ist ja die Aussicht da hinten bei mir besser. Pantairimi steht da auch nochmal dran. Und das ist hier die kleine Ecke, wo die normalerweise auch Geschäfte geöffnet sind, aber ist irgendwie alles zu. Also da, was ist das hier eigentlich alles? 1, 2, 3. Das sind irgendwelche Schalter, aber warum? Was ist das? Hä? Na, auf jeden Fall scheint es da ja auch Essen zu geben. Normalerweise. Tja, aber irgendwie alles geschlossen. Lohnt sich wohl nicht. Spielplatz hier. Ganz hinten steht der Scooby. Scooby scheint ein Besuchermagnet zu sein, weil sonst sind die Leute immer hier vorne rumgekurvt, ne, und wieder weggefahren. Jetzt müssen sie natürlich da hinten rumfahren, um bei Scooby vorbeizufahren. Also, ja, alle am gucken, ey. Ja, naja. Scooby ist halt was Besonderes. Ja, hier was los eben. So viele Mopeds, ey. Also ungefähr so nach dem Stil da, so laut. Lauter, teilweise noch. Und ganz viele Jugendliche, die sind also auch. Also es waren alle verteilt, die waren da. Und immer wieder sind sie wieder rumgekreist und so weiter, haben wieder immer Moped an, Moped aus und wieder weggefahren und wieder gekommen. Oh, ey. Sehr nervig. Besonders jetzt noch nicht mal Sonnenuntergang abgewartet und jetzt sind sie alle wieder abgehauen. Ganz komisch. Dafür kommen wir schon wieder in den nächsten. So. Autos fahren natürlich auch ständig noch rum, aber immer sehr viele laute Mopeds. Ein Paar hat hier eben auf der Bank gesessen und irgendwas gegessen. Und jetzt sind sie wieder in ihr Auto gegangen und schmeißen das Auto an und sitzen da im gekühlten Auto und warten auf den Sonnenuntergang. Ja, ist auch sehr gut. So, die Katze hat sich da gemütlich gemacht auf der Bank hier. Lummert da so vor sich hin. Ja, aber echt, dass so viele hier im waren. Also das war so voll, wie als ob ich das ja jetzt Wochenende wäre. Also könnt ihr mir das vorstellen, wenn es hier am Wochenende ist. Wenn ja einer nach dem anderen irgendwie hier Mopeds vorbeifahren und so. Oder aber warum heute? Heute ist Donnerstagabend. Komisch, ey. Und das ist auch nicht mal jetzt Sonnenuntergangszeit. Und jetzt sind sie wieder alle weg. Ja, das ist jetzt seltsam. Ich bin sowieso überrascht, dass das heute trocken geblieben ist, weil ich den ganzen Tag wie sehr viel Regen angesagt war. Ja, und wieder. Und noch mehr kommen. Also solche Dinger sind ja noch okay, ne? Von der Lautstärke her, so schön leise. Das sind ja auch Frauen-Moped. Ne? Die machen ja nicht, müssen ja nicht immer so einen Lärm machen hier. Ne? Also ich meine, das geht ja noch so. Und er jetzt auch da. Aber andere fahren mit so einem lauten Aufruf wieder hier rum. Ey, oh, nervt. Ich hatte gerade nochmal die Videos angeschaut von gestern, wo ich da im Regen sozusagen gesessen habe und habe draußen geduscht sozusagen, aber leider sind die Videos alle nichts geworden, weil nämlich die Kamera, der Akku ja leer war und dann hat das Ding nicht richtig gespeichert und dann sind die Videofiles kaputt gegangen. Also ich habe zwar ein bisschen was, aber leider kann ich die nicht öffnen, weil die Dateien kaputt sind. Toll. Ja, das ist natürlich schade. Ich wollte euch das gerne zeigen, das sah so lustig aus, wie ich da auf der Bank saß im Regen. Naja. Die beiden Strandkatzen haben sich das hier gemütlich gemacht. Die eine helle, die andere dunkle. Die eine dunkle sieht man kaum, auf dem Rasen sitzt sie dort. So, und wir haben ja ganz schön viel Ebbe und Schlick wieder. Aha, da sind auch noch ein paar Leute hier am Strand. Ja, und die Sonne geht unter. Ja, immerhin sieht man doch noch ein bisschen die Sonne, weil vorhin waren da so viele dicke Wolken, aber sie ist noch ein bisschen dadurch zu sehen hier. Der rote Feuerball versinkt.